hier ist die Trendsportanlage. Die wurde 2005 fertiggestellt im Rahmen des Länderprogramms Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf. Und ist halt eine Sportanlage, wo viele verschiedene Trendsportarten angeboten werden können. Es gibt Beachvolleyballfelder, ein Skatepark, ein Multifunktionsfeld, wo verschiedene Sportarten betrieben werden können, ein Inline-Hockeyfeld und eine Inline-Hockeybahn. In der Hauptsache sind wir ja das Schalker Fanprojekt und betreuen immer noch Fußballfans vom FC Schalke 04. Und das, was hier im Hintergrund läuft, ist eigentlich so ein bisschen so eine Nebensache. Dadurch, dass wir unser Büro jetzt hier in diesem Park haben, sind wir natürlich angesprochen worden und fühlen uns auch ein bisschen verantwortlich den Jugendlichen gegenüber und nehmen einfach das auch noch so ein bisschen als Pflicht wahr. Als wir hier hingekommen sind, gab es eigentlich gar keine Strukturen. Wir haben versucht, was aufzuziehen und jetzt ernten wir die ersten Früchte. Hier versuchen wir erstmal, weil einige von euch, habe ich gesehen, die haben da noch nicht richtig raus mit dem Pushen, nennt man das, ne, wenn ihr also mit dem Brett fahrt und das anschubst. Pushen heißt also so, ihr stellt den Fuß vorne drauf, gerade erst. Ich persönlich kann die Jungs vom Skateboardfahren schlecht verbessern, ich kann ihnen so ein paar Basics mit Sicherheit zeigen, aber meine fetten Jahre sind vorbei auf dem Skateboard, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Durch einen Kontakt in den Snowboardladen nach Bochum haben wir den Pancho kennengelernt. Der Pancho ist 21 Jahre alt und ist professioneller Skateboarder. Und der war auch interessiert an der Sache, als wir ihm die vorgestellt haben. Und der macht das für ein Taschengeld, gibt er sich die Mühe, die Jugendlichen hier ein bisschen zu coachen. Und da sind wir also auch auf dem richtigen Weg mit dem Pancho, haben wir da genau den richtigen Mann gefunden. Die Jugendlichen gucken natürlich zu dem auf, der kann super geil Skateboard fahren. Und wir sind einfach nur so ein bisschen im Hintergrund, organisieren das und sind froh, wenn alles gut klappt. Gut, dass Gelsensport und Schalker Fanprojekt sich so dafür einsetzen, dass die Kids halt nicht irgendwie auf der Straße landen und irgendeine Scheiße bauen. Hier anfangen zu skaten, denen die Möglichkeit geben, Sachen zu üben, den Boards irgendwie leihen und Schuhe geben, was sich vielleicht manche nicht unbedingt leisten können. Da halt Skateboardfahren ist ja ein teurer Sport. Finde ich super. Ja, das ist überhaupt mal einer, was tut. Also bei uns in Bochum passiert sowas nicht. Ich sag, dass das gut ist hier. Mit meinen Freunden hier ist viel. Macht Spaß. Ja, ich habe von Schalker vom Projekt den Mann kennengelernt. Habe ich gefragt, kann man hier was ausstellen? Haben die ja gesagt. Dann habe ich gleich mir mal Skateboards aus und so. Und fahre ich hier. Freunde. Vorher saß ich eigentlich den ganzen Tag zu Hause und habe Gitarre gezockt oder was weiß ich, Fernsehen geguckt. Aber jetzt bin ich eigentlich fast den ganzen Tag draußen. Das ist schon mein zweites Zuhause hier. Ja, das ist sehr familiär. Eigentlich kein Stress hier. Man kann sich mit allen verstehen, man kann sich unterhalten, tauscht Tricks aus, die ein anderer nicht kann, hilft ihm dabei. Ja, und es ist auch halt mal cool, mit einem Pro-Skater was zu machen. Solche Leute habe ich hier noch nie halt gesehen, diese Kinder, die halt so viel Spaß haben. Und durch die Aktion, ich finde es einfach super. Also ich würde sagen, würde es die Aktion nicht geben, da würden die wirklich auf der Straße rumlungern. Also die Jugendlichen kommen ja ganz oft aus ganz einfachen Strukturen, die haben ganz wenig und bringen auch wenig von zu Hause mit. Die sind darauf angewiesen, dass wir den Jugendlichen Sachen zur Verfügung stellen, Material ausleihen. Da müssen wir uns schon Sachen überlegen, um den Jugendlichen eben hier die Möglichkeit geben, den Park auch richtig zu nutzen. Bismarck ist, wie gerade schon so ein bisschen herausklingen, ein Stadtteil, der halt sehr großen soziale Unterschiede aufweist. Sozial benachteiligte Familien wohnen hier und durch dieses Projekt soll halt die Sozialstruktur im Ortsteil hier halt gefördert werden.
und man versucht hat, neue soziale Strukturen aufzubauen. Das, was wir vorhatten, dass wir den Kindern hier was anbieten konnten, dass wir erst den Workshop mit den Kindern durchführen könnten und jetzt zum Schluss der Contest, zum Abschluss hier noch eine runde Veranstaltung für die Kinder auf die Beine stellen, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Bei dem guten Wetter haben wir da echt Glück gehabt. Die Sache ist in den letzten paar Monaten auf jeden Fall ganz gut angelaufen. Die Kids haben auf jeden Fall viel dazugelernt und sind in den letzten paar Monaten auch deutlich mehr geworden, als es in der ersten Woche war. Und hier der Armin zum Beispiel, der gerade fährt, der hat sich halt in den letzten paar Monaten auf jeden Fall deutlich verbessert. Ich war was mit Kollegen jeden Tag hier. Wir waren auch in andere Parks, also wir haben geskatet, 50-50 so gegrindet und so. Hat er gesagt, dann sind wir im nächsten Park gegangen, haben wir immer weiter so gemacht. Jeden Tag, Vater, wir haben Kickflip geübt und so alles, alle Tricksen. Und den ersten Platz beim Best Trick Contest hat der Marc belegt. Okay. Der darf einmal in die Kiste greifen. Fazit ist, dass es sehr gut gelaufen ist. Man hatte natürlich die Phasen, weil es hier ein offenes Gelände ist, wetterbedingt, dass man dachte, oh, heute könnte es nicht klappen, könnte regnen. Aber für solche Tage haben wir dann spontan Videoabende organisiert, wo die Kinder dann mit uns Skate-Videos geguckt haben und da auch wieder lernen konnten und auch in der Gruppe zusammen waren. Anfangs waren etwa 15 Teilnehmer und es hat sich rumgesprochen hier im Kreis, auch weiter in andere Stadtteile von Gelsenkirchen, sodass immer mehr Teilnehmer sich anmeldeten. Es waren im Schnitt immer 15 da. Von der Gesamtanmeldezahl waren es ca. 30 Leute, die sich angemeldet haben und mitgemacht haben.